Schön. Die erste Powerparade in Wien. Die Powerparade ist die erste Disability Pride Parade in Österreich nach internationalem Vorbild. Menschen mit Behinderungen werden in unserer Gesellschaft behindert dadurch, dass einfach noch mentale Barrieren, bauliche Barrieren und Barrieren gesellschaftlicher Art existieren. Denn deswegen ist es wichtig, dass wir heute da sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns zeigen. Und wir sind Teil von Wien und wir gehören auch auf die Ringstraße. Ich finde es großartig, dass Menschen mit Behinderung sich artikulieren und sich auch den Platz im öffentlichen Raum holen, der ihnen zugesteht. Alle feiern, egal ob jung, alt, mit Behinderung, ohne Behinderung, es ist völlig egal. Und natürlich wird die ganze Veranstaltung in Gebärdensprache übersetzt. Wir vertreten zusammen 716 Organisationen in ganz Österreich und gemeinsam werden wir sicher nicht müde werden, sondern mit derselben Energie weiter um unsere Rechte und um die Umsetzung der UN-Konvention kämpfen. Darum ist für mich die Power Parade auch so wichtig, ja, hier zu sein, um zigtausende Menschen zu vertreten, die aufgrund ihrer Sozialphobie, ihrer Angststörungen, Panikattacken oder Psychosen nicht in der Lage sind, hier zu sein. Es sind ganz, ganz große Barrieren da, vor allem in den Köpfen. Und die Köpfe muss man verändern und das versuchen wir in Mobility zu machen. Diese Festivals auf jeden Fall ehren und jedes Jahr, Jahr um Jahr machen, weil so erreicht man wirklich die Masse. Und es braucht Verbundenheit und es braucht ein Gespür und mit mehr Empathie hätten wir eine bessere Welt. Denkt daran, dass ihr wirklich alles schaffen könnt. Ihr müsst es nur machen. Ihr müsst kämpfen darum und den Weg suchen, die Lösung suchen. Damit die UN-Konvention über die Rechte der behinderten Menschen auch ein Stück weiter vorangeht. Let me be the key. I will be free.